Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, wo wir uns jetzt daran machen, die Straße hier mal fertig zu machen, während der Michelle schon die ersten Vorkehrungen trifft, damit wir uns bald mal aufs Meer hinauswagen können. Genau, denn man nehme ein Schaf, würze es mit viel Pfeffer und werfe dazu zwei fein gehackte Jungfrauen. Weniger ist mehr, verstehst du? Denn weniger ist mehr. Uah! Was? Jo. Ich merke gerade, mein Haus hat noch keine Eingangstür und mich ist gerade eben ein Creeper besuchen gegangen. Okay. Ich glaube, er ist jetzt im Haus drin, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das muss ich jetzt einfach prüfen. Vorsichtig. Uah, ist er wirklich. Führ ihn doch runter in deine Bahn. Natürlich. Ach, ich merke gerade, meine neue Waffe ist leider nicht so stark wie meine alte. Nicht? Nee, die hat nur Knockback und Smite drauf. Och, oh, nur. Das ist ja bitter. Okay. Ja, und Schärfe. Nachdem mir meine letzte Waffe glorreich verbrannt ist. So, einmal hier eine Lampe hin. Oh. Autsch. Wo ist denn da hinten der Zaun hin? War doch mal Zaun in meinem Stall. Der ist auf jeden Fall weg. Ich hab keinen geklaut. Jojo. Was will ich denn mit deinen Zaun? Fragt man sich halt immer so, ne? So, und hier dann. Oh, du hast noch einen Stein hier vergessen vor deinem Haus. Da ist noch Kies. Bei Nacht und Regen angeln, das ist ja auch super. Oh. Jetzt habe ich deine Tür weggebaut. Aha. Jetzt wissen wir auch, wo der Zaun hingekommen ist. Nee, das ist ja nur, weil ich den Boden weggebaut habe. Ja, das will ich jetzt auch behaupten. Setz da mal wieder einen Block rein, Day. Nee, das ist falsch. Hier vorne muss ja der Weg reinführen. Nein, Stein. Feuer. Nein, Stein. Genau. Guck mal, so, also, hinter deine Tür. Ja, das ist... ja. Verdammt. Da waren die farbihaften Baukünste, ne? Die fabelhaften. Oh, dieses. Scheiß Regenwetter macht es einfach so möglich zu angeln. Tada, eine Lampe. Hier fehlt noch ein Block. Ach nee, stimmt deine gar nicht. Stimmt, da hier muss ich jetzt nach unten. Gibt es da auch noch eine Treppe in diesen gemeißelten Steinen, Dale? Ja, gibt es. Okay. Natürlich. Was meinst du, wie unsere Dächer gebaut sind? Ja, das ist ja Netherstein. Achso. Um diese Steinziege. Ah ja, gut, dieses gibt's. Oh nee, das ist eine Druckplatte. Wo sind die hier? Ey! Knockback. So. Bauunterstützung, ne? Ja. Ich drücke rechtsig, du haust mich. Wunderbar, nicht wahr? Hier müssen wir dann auch noch Steine hinmachen. Muss ja alles einheitlich ausschauen. So. Und damit haben wir doch schon mal eine ganz gute Straße hier. Vielleicht ein bisschen viele Bäume außenrum. Ach Quatsch, man kann nicht zu viele Bäume haben. Die müssen wir geschoren werden. Und die Holzfällerhütte, sag ich. Sagt der Förster. Ey! Alter! Bin ich gerade am Fischen. Nicht so billig Straße abbauen wie du. Billig Straße abbauen, hallo? Ich muss mich hier voll konzentrieren und darauf achten, dass beim Regen vor allen Dingen diese komischen Linien am Boden auftauchen. Sich Regen bringt Segen, hallo? Toll, jetzt habe ich Samen gesammelt. Zusamen? Ich guck mal gerade hier vielleicht noch eine Lampe hin. Hey, die Sonne geht auf. Und da so. Boah, das merkt man richtig, wie die Sonne aufgeht, da habe ich bisher nie so drauf geachtet. Das war schon romantisch. Wo ist denn die Sonne? Ich sehe hier nur Nebel. Wenn du hier zum Meer kommst, dann siehst du, wie sich stufenweise der Himmel weiter und weiter erhellt. Ah. Tu nicht so. Das ist schwul. Du hast damit angefangen. Ach, lüg nicht so unverschämt. So. Das ist unterstellt. Aber da hinten müssen wir diese Workbench dann auch nochmal gleich irgendwie. Oder wobei, die kann da hier bleiben. Aber hier kommt eine Lampe. Es wird auch zu regnen. So, ich mach mir noch ein paar Steinziegel.
So, die erste Beleuchtung passt schon mal. Ach ja. Wo bist du denn hin? Sieht aus wie ein Haufen von gigantischer Lutscher. Ja. Wir sind in Candy Town. nein. Candy Town. Zu wenige kleine Mädchen hier. Manchmal mag ich meine Dings ja doch nicht, meine Schaufel, ne? Als um Präzisionsarbeiten hier. Ja. Dann sollte man sie nicht verwenden, nein. Ich kenne aber das Problem. Candy Mountain. Präzisionsarbeiten. Candy Mountain. Ah, ich hab's gehasst. Wo ist denn das Faden? Hast du jetzt schon? Okay, jetzt ist die Frage, Day. Wir könnten. Also erstmal dieser eine Holzblock hier muss weg. Das super, das Gute ist, egal wo man hinhaut, okay. Aua, man findet immer diese Löcher wieder. Ja, Das sind die alten Sünden, ne? Ja. So nach dem Motto, dass was explodiert. Oh, tue ich einfach mal eine Lage Erde drüber, das passt schon. Ja. Jetzt gerade, wo ich hier nämlich gerade den Weg hier lang baue. Zack. Ah, bin hier schon. Da dürften echt einige Minengruben unten dranhängen. Ja. Da. Oh, ich krieg halt wieder nur diese scheiß falschen Fische. Der Name vom Dayo plötzlich immer nach unten fällt. Und Day, der muss, ja. Der muss auch zwei breit werden. Das ist ja die Hauptstraße. Ja. Ach, hier ist unser Sprengloch. Ja, ich oh ja. Warum hast du eigentlich Kakteen vor deinem Haus stehen, Michel? Kann man gar keinen Kakteen. Das sind nicht meine Kakteen. Und im Gegensatz zu den Sachen, wenn man früher dabei erwischt wurde, wie die Pornosammlung aus dem Schrank rausschaut, stimmt das sogar. Also dementsprechend. Okay. Die habe ich da gepflanzt. Ich habe gedacht, das geht. Kennst du es nicht? Das sind nicht meine Pornos, die gehören Freund von mir. Du brauchst auf jeden Fall, eine Eingangstür. Das ist echt keine Jugend. Das ist schlimm. Wie er das Thema einfach umgeht. Ja. Das ist ihm peinlich. Geniert ihn. Nein, solche Schmuddelmagazine habe ich mir nicht angeschaut. Was? Das ist der Fami. Mr. Handcreme. Oh. Aha, ich werde hier denunziert. Und jetzt mit was? Zurecht. Mit Handcreme. Ja, zurecht. Mit Handcreme. Und Schmuddelheftchen. Wieso kann man eigentlich... Ach, dieses... Ich habe es versucht... dieses Zombie! Töte ihn doch einfach! Nee, ich habe jetzt versucht, gerade in dein Haus Kakteen zu setzen, aber das kann man irgendwie nicht. Du musst auf Sand. Ja, ich habe es versucht auf Sand. Bitte, sag... Es darf nichts drumherum sein. Sag jetzt nicht, dass ich nicht die zweite Angelroute mitgenommen habe. Scheiße. Fabi, ich habe ein Diamantenschwert und ich bin willig, es zu benutzen. Also raus aus meinem Haus. Ach, du weißt, was passiert. Ja. Es ist immer nur einer. Okay, man darf also nicht. Ich verstehe schon, okay. Mit einem Abstand. Naja. Boah, das ist ja doof. Fabi, kannst du dich mal um mehr Nether-Ziegel kümmern? Oder muss ich an die Hölle? Oder Nether. Erz oder was? Ja, aber ich hab ja schon welches im Ofen, aber ich glaube, dann gehe ich fast lieber in die Hölle. Das ist, glaube ich, schneller, weil wenn man jetzt hier jetzt alles einschmilzt, da braucht man ja Jahre für. Wenn ihr nicht so viel in eure Dächer gesetzt hättet, dann hätten wir jetzt schon längst die ganze Straße fertig. Ich habe ja immer noch was im Ofen. Ich habe aber auch eine Menge schon. Aber wir sollten erstmal gucken. Also du musst auf jeden Fall zu Michelle nochmal hier irgendwie in die Richtung. Du kannst auch buddeln. Ach. Doch, ich habe sogar eine Schaufel. Moment. Der große Projektleiter, der selber nicht baut. Ja, hallo, ich trage die Verantwortung. So. Hep, 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 hep. Ach, er kriegt nur Zweier-Dings, ne? Ach so, stimmt da. Ja. Ja, ist egal. Ich glaube, weil sein Eingang so breit war, habe ich jetzt einfach
Du kannst ja auch einen. Hast du einen Zweier-Eingang? Du hast einen Einer, ne? Ja. Der ist hier vorne. Dann. Hier, wo geht er lang? So. So in die Richtung. Und dann. Ich würde so hier mal. Oh. Genau. Jetzt ist die Frage, ob man hier nicht erstmal dann. Oh, hier sind viele Löcher. Ob man hier nicht erstmal so einen Schluss dann macht von dem Bau. Und wenn dann wieder andere Leute vielleicht nochmal reinkommen, dann kann man die hier quasi angliedern an die Straße. Du hast Glied gesagt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal so ein paar von diesen Treppen. An die Stelle hier wie hier zum Beispiel. Guck mal. Was denn? Ach, kannst du bauen. Was sind das? Das sind die Steinziegel. Achso, da muss ich Treppen von bauen. Hast du einen Ofen bei dir? Eine Workbench? Workbench, ja. So, das dürfte sogar schon reichen, die vier. Weil wir haben ja echt wenig hier. Da vorne, wo wir brauchen. Mal hier. Und da hinten dann nochmal. Oh, man sieht die Michelle unterirdisch. Lalala. Wo war denn das? Ach, da hinten, genau. So. Bam. Bam. Ich überlege fast, hier könnte man fast noch daneben was dann setzen. Oder. Nee, ich mach das ganz anders. Du könntest auch noch Nether. Nee, das passt schon. So, ich habe das jetzt noch einfach mal eins versetzt gemacht, dann passt das wieder. Und so. Yay. So, jetzt habe ich keinen Nether-Ziegel mehr erstmal. Oh. Das hat keiner von uns. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal in die Hölle dann gehen und noch mal ein paar holen dann. Früher oder später alle von uns. Müssen wir den Dungeon abbauen. Und irgendwann, Michael, musst du echt mal den Eingang noch mal mechanisieren. Ja. Zeit kommt Rat. Ich habe gehört, ich bin eine Waage, dementsprechend habe ich keine Ausdauer, was tatsächlich stimmt, was ziemlich beschissen ist. Du bist eine Waage? Ja, ich habe mir gestern mal so ein bisschen Horoskop-Sachen durchgelesen, weil mich meine Freundin am Samstag gedisst hat wegen ein, zwei Sachen. Und gedisst. Holy shit. Und auf jeden Fall, in einigen Punkten hat sie recht, dass es wirklich aufs Sternzeichen zurückzuführen ist. Also in ein paar Sachen trifft bei mir das auch zu, weil ich bin ja Zwilling und ein paar Sachen passen also sogar bei mir auch. Sinn für Gerechtigkeit. Sehr kreativ, allerdings überhaupt keine Ausdauer. Das heißt, ich gehe viele kleine Projekte an, bringe allerdings selten was zu Ende und so weiter und so fort. Das passt perfekt. Also dementsprechend. Naja. So. Was wollte ich überhaupt? Ah, neue Angel. Das haben wir. Und dann würde ich fast sagen, mach mal hier einen kurzen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann aufmachen. Auf einen Unterwassertrip. Oh, ja. Nee. Auf. Was ist unter Wasser? Atlantis. Gibt's nicht im Hobbit. Oder im Herr der Ringe-Universum. Ja, aber da gibt es ja sowieso keine Unterwasser-Königreiche großartig, oder? Naja, es gibt versunkene Königreiche und die jetzt unter Wasser sind, because auch versunken. Oh. Aber so richtig unter Wasser nicht, ne? Dave, was machst du denn da? Reite vor. Ja, aber jetzt haben wir dann riesig... Super, jetzt fallen alle noch die Leute rein. Oh nein. Du wolltest einen Cut machen. Oh ja, okay, dann bis zur nächsten Folge mit dem... Diesem Cliffhanger. Hier. Ja, genau, Cliffhanger passt gut. Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.